Das Berliner Sechstagerennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 Euro pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Finale des Berlin Six Day hier im Velodrom. Und Sie hören's, der Sieger, er steht fest. Ja, das Sechstagerennen ist beendet. Es waren tolle 6 Tage. Ja, und wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Mein Kollege Jan-Olaf Strakholder präsentiert Ihnen die besten Bilder vom Finale. Und dann erfahren Sie natürlich auch, wer hier gewonnen hat. Zwei Niederländer triumphieren in Berlin. Jori Havik und Wim Strotinga verwiesen die Konkurrenz mit einer Runde Vorsprung und 470 Punkten auf dem Habenkonto auf die Plätze. Ohne deutsche Beteiligung auf den Plätzen 2 und 3 endet somit das 106. Berliner Sechstagerennen. Business as usual für Wim Strotinga. Keine Ahnung, was noch passiert. Ich denke, ich gehe ins Hotel, trinke noch ein Bier, so wie eigentlich jeden Abend, und dann geht es ab ins Bett, denn morgen geht es bereits weiter nach Kopenhagen. Ein Stück weit ausgelassener feierte Sprint-Gesamtsieger Maximilian Levy seinen abermaligen Erfolg bei den Berliner Six Days. Ja, das ist mein Heimatverein. Superfluss hat ja auch den Tisch heute, traditionell am Dienstag. Mit dem Heimatverein lässt es sich natürlich am besten feiern. Zuvor entschied Maximilian Levy, der sich noch am 7. Januar diesen Jahres das Schlüsselbein gebrochen hatte, das direkte Sprintduell gegen den Dauer-6-Tage-Konkurrenten Robert Fürstemann für sich. Erst bewies er ein besseres Stehvermögen und dann gewann er das letzte 1:1-Duell. Levy kann somit sehr zufrieden sein. Hätte Fahrradkette, also sicherlich war irgendwo mal der Bahnrekord ein Ziel. Hätte mit dem Sechstagerennen in Bremen als Vorbereitung wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren können, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und es liegt ja in unserer deutschen Mentalität, immer noch mehr zu fordern, und ich denke, jetzt sind wir heute einfach auch zufrieden. Neben seinem Heimatverein bekam der Sprinter auch noch moralische Unterstützung von seinem allerersten Trainer und Lehrmeister, ein Mann, der manchmal seine liebe Not mit dem kleinen Maximilian hatte. Ja, ich glaube, er hat ganz gut auf mich aufgepasst, dass ich mich nicht verfahre und dass ich bei der Stange bleibe, weil ich war doch ein bisschen verträumt, und er hat viel Geduld mit mir gehabt. Trotz des bei Sportlern undankbaren zweiten Platzes kann auch Robert Fürstemann auf gute Momente während der Six Days zurückschauen. Ja, heute mein Rundenrekord fahren, ganz klar. Also wie das Publikum abgegangen ist und jetzt auch die Gesamtsiegerehrung, wie die uns gefeiert haben, Gänsehaut pur. Das letzte Rennen der Damen gewann die Britin Katie Archibald. Der Gesamtsieg bei den Frauen ging aber nach Dänemark. Die wunderbaren Fahrkünste der Amelie Diederichsen erfreuten Fans und Zuschauer. Die deutschen Farben hingegen hielt auf Platz 3 der Gesamtwertung bei den Frauen Anna Knauer hoch. Es war bis zum Ende ein harter Kampf. Katie Archibald hat es mir sehr schwer gemacht. Natürlich bin ich überglücklich über meinen Erfolg. Cool, abgezockt und mehr als 15 Minuten vor Ende der letzten großen Jagd bereits uneinholbar. Jori Havik und Wim Strotinga fuhren ihren Sieg bei diesen Six Days mehr als locker ein. Auf den Plätzen 2 und 3 fuhren die Belgier Kenny de Ketelo und Moreno de Pau mit einer Runde Rückstand sowie Jens Morris und Pim Leithart mit 2 Runden Rückstand ein. Es ist ein überragendes Gefühl, hier in Berlin zu gewinnen, denn das Berliner Sechstagerennen ist eines der renommiertesten Sechstagerennen der Welt. Von daher bin ich natürlich sehr zufrieden und glücklich. Eigentlich war mein Plan, in Amsterdam oder Rotterdam zu gewinnen. Das hat leider nicht ganz geklappt, aber so ist es natürlich auch schön. In diesem Jahr waren die Niederländer zu stark. Das Berliner Sechstagerennen ist bis 2022 gesichert. Somit steht einer Titelverteidigung nichts im Wege. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Finale, ganz klar, müssen wir natürlich auch sprechen mit dem Sportchef, mit dem sportlichen Leiter der Six Days. Hallo Dieter Stein. Hallo. Wie zufrieden bist du mit dem Sechstagerennen?
aus sportlicher Sicht? Ja, sportlich sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja absolute Weltklasse im Sprintbereich. Eine Riesenstimmung über 6 Tage. Was der Max Levy hier leistet, ist sensationell mit frischem Ordnung, mit Schlüsselbein. Operiert eine Platte mit 8 Schrauben. Ja, und bei den Frauen haben wir seit Sonntag bis Dienstag ein Woman Omnium, Weltklasse am Start, Olympiasieger, Weltmeister. Im Stehersport haben wir die ersten 2. Europameisterschaft, die 4. Europameisterschaft. Ja, und im Madison, die Top-Favoriten, Kelly Le Petele, starkes holländisches Team. Leider die deutsche Mannschaft durch Marcel ausgeschieden, Marcel Kals. Ich wollte gerade sagen, da darf ich kurz mal nachfragen. Ja. Den habe ich hier heute gesehen. Wie geht's ihm denn? Ja, so geht's natürlich gut, aber er hat im Sitzbereich eine offene Stelle. Das Problem ist einfach zu sitzen, dann zu fahren. Und bei so einer Jagd hat man einen unheimlichen Druck in die Kurven drauf. Und da hat er einen Schmerzen, wo es einfach nicht möglich ist. Er muss auch Kopenhagen absagen. Wie begeistert bist du, oder andersrum? Wie toll findest du denn das Mitgehen der Fans hier? Wenn wir uns heute umschauen, ist wirklich fast jeder Platz besetzt. Man hört die Trillerpfeifen, die Stimmung ist wieder mal enorm. Ne? Ja, das ist sensationell. Berlin ist damals auch aus der Werner Seemann-Halle ein absolutes Radsportpublikum. Jetzt noch zusätzlich haben wir Erklärvideos, wo wir noch mal jede Disziplin erklären. Aber die Leute, die wissen hier, was hier los ist. Und wir sind ja das einzige 6 Tage, die so viel Disziplin haben. Frauen, Sprinter, Bernie, Steher, sensationell. Generell noch mal, weil du es ja gerade angesprochen hast, das Thema Radsport wird hier noch mal explizit noch mal erklärt, was findet hier statt. Ich will mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie sehr ist denn das Thema Radrennsport auch ein Zukunftsthema? Wie wird sich dieser Sport in den nächsten 5 oder 10 Jahren weiterentwickeln? Ja, Sport ist generell ein schwieriges Thema, weil es eine Menge andere tägliche Sorgen gibt. Aber wir haben hier, was viele nicht mitkriegen, wir haben von Donnerstag bis heute Nachwuchsrennen. Von der Altersklasse Schüler U13, U15, U17. Wir haben 150 Nachwuchssportler am Start gehabt, auch einmalig weltweit. Und sind da schon die ein oder anderen Talente dabei, wo ja, du gesagt hast, notiere ich mir. Natürlich, wir haben im Juniorenbereich den Kelvin Dick, der letztes Jahr dreifacher deutscher Meister geworden ist. Also es gibt Talente, die nur warten, dass das Alter haben. Dann, Dieter Stein, ich hoffe, wir sehen uns wieder im kommenden Jahr hier beim 6-Tage-Rennen. Was kommt jetzt danach? Erstmal, die Stimme ist schon fast weg. Erstmal Urlaub, oder? Nein, ich bin ja noch Landestrainer. Danach geht es mit unserer Nachwuchs nach Mallorca. Direkt? Nein, am 7. März. Okay. Ist ja knapp in 4 Wochen. Aber ist noch Zeit für einen kleinen Urlaub, oder? Eine Menge organisatorische Sachen sind natürlich noch zu tun. Dann trotzdem toi, toi, toi für die nächsten Schritte und bis zum nächsten Jahr. Vielen, vielen Dank, Dieter Stein. Hat Spaß gemacht. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 6 Tage volles Programm. Zeit für uns, Resümee zu ziehen. Bald Miltovic, hallo nochmal. Und wie seid ihr zufrieden mit den Berlin Six Day? Oh ja, ohne Ende. Es war wirklich eine weltklassige Erfahrung. Etwas so Großes, so Riesengroßes. Das habe ich vor langer Zeit nicht gemacht und nicht gesehen. Wir sind sehr erfolgreich, insbesondere mit Wochenende. War sehr, sehr, sehr super, super fantastische Stimmung hier. Es war wirklich, wirklich gut, wirklich gut. Also man kann sagen, auf das Berliner Publikum ist Verlass nach wie vor. Ja, ich hoffe so. Mindestens ist es klar, dass wir haben etabliert. Jetzt ist das Berliner 6-Tage-Rennen sind auf jeden Fall die beste 6-Tage-Rennen der Welt. Das ist jetzt ein Fakt einfach. Du hast ja hier sicherlich viele Gespräche geführt. Wie kommt es an bei den Leuten? Wie kommt es an bei den Geschäftspartnern? Welche Pläne habt ihr schon für das nächste Jahr? Naja, also ich habe viel Zeit hier natürlich in dem VIP-Bereich gehabt und gemacht und gesprochen mit vielen Leuten. Viele große Namen, große Firmen, die haben Interesse gezeigt jetzt. Und es sieht wirklich, wirklich gut aus. Wir haben schon Termine seit Ende Februar. Also schon geplant für die nächsten 3 Monate. Okay. Was habt ihr vor nächstes Jahr? Kann man da schon was verraten? Das tolle neue Logo bleibt auf alle Fälle, ne? Naja, also ich denke, das Design, das wir haben hier, ist schon
etabliert, mehr oder weniger, ist ziemlich stark. Mit dem Branding, wie bleiben, wir suchen mehr, wahrscheinlich etwas mehr Schöner dazu machen, aber das Basis bleibt so, ja. Was passiert mit Rahmenprogramm? Davor arbeiten wir jetzt wirklich, wirklich schwer, schon ab Freitag eigentlich. So, dann nächstes Jahr, wir können mehr Entertainment hinkriegen. Okay. Also, und sportlich gesehen, wollt ihr noch mehr Fahrer? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr diese Vernetzung hinbekommen wollt, zum Beispiel mit London, Mallorca und so weiter, dass sich da auch noch einiges tut. Oh ja, es ist sehr interessant. Wir sind jetzt am letzten Tag noch vier Mannschaften sind in gute Position, die ganze 6-Tage-Rennen zu gewinnen. Das ist so stark jetzt. Und wir sehen, dass die normalerweise Favoriten genannt, die jetzt mussten kämpfen. Es ist nicht so einfach. Also jetzt in den vier Mannschaften, zwei von denen würden nie Favoriten sein. Also vor 10 Jahren wahrscheinlich oder 5 Jahren, tut mir leid, vor 5 Jahren. Aber jetzt, das ist wirklich, wirklich stark. Und die ganz neue, die junge Paar, die sind auch da schon. Ja. Also wirklich, wirklich sehr interessant, wirklich eng. Und man merkt schon, du hast einen hohen Blutdruck, einen hohen Puls. Ab wann wird der Puls niedriger werden? Ab heute Abend 0 Uhr oder ab in einer Woche? Oder sagst du, nee, eigentlich, jetzt geht es erst richtig los? Ich muss sagen, also eine Woche wahrscheinlich wird ein bisschen ruhiger sein. Jetzt, die nächste Woche wird ein bisschen ruhiger sein. Nicht so viel, nicht viel, aber ja. Aber dann geht los. Dann geht es schon los. Bald, vielen, vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns auch 2018 wieder. Ich bedanke mich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir schauen noch mal hier in diese tolle Stimmung, in diese tolle Halle. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Tolle Stimmung hier in der Halle, tolle Stimmung beim neuen Berlin Six Day im Berliner Velodrom. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was war eigentlich alles neu hier bei dem diesjährigen 6-Tage-Rennen? Mein Kollege Jan-Olaf Strakholder fasst für Sie in einer kleinen Matz nochmal die Neuerung dieses Jahr zusammen. Nichts ist so neu wie die Begeisterung der Fans. Und doch, das Berliner 6-Tage-Rennen, das dank der neuen Veranstalter nun ein Teil einer 6-Tage-Rennserie ist, geht ein Stück weit neue, modernere Wege. Neben einem neuen Logo und somit einem neuen Erscheinungsbild ist der direkte Kontakt zu den Fans eine Neuerung. Die Fahrer sind anfassbar, die Fahrerlager inmitten des Innenraums und nicht mehr direkt an der Bahn. Wie funktionieren die einzelnen Rennen? Auch dies wird in Erklärvideos einfach veranschaulicht. Zudem neu im Showprogramm ist Oldschool-Fan DJ Tomic, dessen Musik Fahrer und Fans in Wallung bringen soll. Sprinter Nate Koch steht fast sinnbildlich für die Erneuerung. Der US-Amerikaner verbringt fast mehr Zeit mit dem Produzieren von Facebook-Videos als mit dem tatsächlichen Rennfahren. Neben allen Neuerungen, ein kleiner Vorschlag für die kommenden 6-Tage-Rennen sei an dieser Stelle sicher auch gestattet. Wenn die Six Days sich so modern halten wollen wie alle anderen Sportarten, dann muss es eine App geben. Eine App wäre beispielsweise eine weitere gute Erneuerung. Aber wie gesagt, nichts ist so neu und so wichtig wie die echte leidenschaftliche Begeisterung der Fans. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was für ein Finale hier beim Berlin Six Day im Berliner Velodrom. Es waren wirklich tolle 6 Tage. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass Sie TV Berlin eingeschaltet haben, dass Sie sich interessieren für den Berliner Radrennsport. Wir zeigen Ihnen jetzt nochmal die Bilder des Tages und vielleicht sehen wir uns ja wieder im kommenden Jahr beim Berlin Six Day hier im Velodrom. Bis dahin, machen Sie es gut.
Kindersechstagerin auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 € pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit.